und Oksana Nikiforova. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, in der Karlsruher DM-Arena. Ein Tanzsportspektakel jagt ja derzeit das andere. Letzte Woche die Lateinweltmeisterschaft in Leipzig und diese Woche die ARD Masters Gala mit den besten Paaren beider Disziplinen, Latein und Standard. Die Masters Gala hat einen großen Vorteil. Sie muss sich nicht wie eine Weltmeisterschaft an Startbeschränkungen pro Land halten, sondern die Organisatoren können wirklich die Besten der Besten einladen. Und warum das so gut ist, werden Sie gleich bei den Standardtänzern wie hier den deutschen Meistern aus Bad Homburg, Sascha und Natascha Karabay, sehen. 30 Paare haben die Vorrunde und das Halbfinale bereits getanzt und wir stellen Ihnen wie immer die Paare vor, die von den neuen Wertungsrichtern das Gütesignal Finale bekommen haben. Mit der Startnummer 1 Arunas Bižokas und Edita Daniūtė, mehrfache Landesmeister, Weltmeisterschaftszweite aus Litauen. Ein sehr klassisches Standardpaar, das schon 14 Jahre gemeinsam auf dem Parkett steht. Und jetzt kommt ganz Italien hintereinander, zuerst die Nummer 1 Italiens und der Welt. Domenico Soale und Gioia Cerasoli, die Meister der flinken Beine, vor allem natürlich bei ihrem Paradetanz Quickstep. Sie kommen aus Sao Baudia bei Rom und tanzen seit 13 Jahren zusammen. Und genau diese lange Zeit als Paar auf dem Parkett macht sie so harmonisch. Momentan die unumstrittene Nummer 1 der Szene. Mit der Startnummer 8 Paolo Bosco und Silvia Piton, natürlich auch aus Italien. Nach dem Abtritt der italienischen Weltmeister Mirko Guzzoli und Alessia Betti ins Profilager sind sie jetzt die Nummer 2 Italiens. Seit 97 tanzen die beiden zusammen. Trotz ihrer jungen Jahre die ewigen Rivalen unserer deutschen Meister Sascha und Natascha Karabay. In Italien hat man sich gesagt, aller guten Dinge. Und galant werden sie jetzt die neue Showtreppe herunterkommen. Italiens neue Nummer 3, Federico Di Torro und Jenny Bavero. Und genau da sind wir beim Unterschied zu einer Weltmeisterschaft. Dort dürften Federico und Jenny nicht tanzen, denn es sind nur maximal 2 pro Land zugelassen. Aber die Italiener haben eine so große Dichte an Spitzenpaaren, dass ihre Nummer 3 noch immer besser ist als viele andere Paare der Welt. Und jetzt kommt zweimal Deutschland. Zuerst die mehrfachen deutschen Meister. Sascha und Natascha Karabay, die Geschwister aus Bad Homburg. Natascha heute wieder in einem wunderschönen Kleid des bekannten Tanzsportdesigners Ralf Burg. Und eine traumhafte Figur hat diese junge Frau ohnehin. Die beiden Hessen tanzen für den Frankfurter Kreis und haben sich so langsam aber sicher in der Weltspitze etabliert. Bronze bei den Europameisterschaften war ihr bisheriger Höhepunkt. Und auch bei der International wurden sie zuletzt auf dem 3. Platz eingestuft. Heute wollen sie vor allem die Italiener Bosco Piton besiegen, denn die waren bei der ersten Ausgabe der diesjährigen Masters Gala vor ihnen gelegen. Als letztes Paar im Finale Benedetto Ferrugia und Claudia Köhler. Sie hören schon am Namen, wieder ein Italiener, aber er startet für Deutschland, denn von Marc Friedmann hat sich Claudia Köhler getrennt. Marc wollte sich mehr um das Studium kümmern und so hat sich Claudia Benedetto Ferrugia geangelt. Und damit haben wir genau genommen 3,5 italienische Paare im Finale. Freuen uns aber, dass Benedetto für Deutschland startet. Denn die beiden haben in den paar Monaten extrem schnell zu einer beispielhaften Harmonie auf dem Parkett gefunden. Und so ist es kein Wunder, dass Claudia und Benedetto hier im Finale stehen. Und dieses wird weiterhin im neuen Modus getanzt. Das heißt, die 6 Paare werden in 3 Zweiergruppen pro Tanz aufgeteilt. Und so sind maximal 2 Paare pro Tanz auf dem Parkett, was den Zuschauern in der Halle, ihnen zu Hause und natürlich auch den Wertungsrichtern einen besseren Überblick verschafft. Der erste Tanz, traditionell der langsame Walzer, und auf dem Parkett sind Federico Di Torro und Jenny Bavero und in Gelb die deutschen Meister Sascha und Natascha Karabay. Love is always hard to understand. You won't find true love without some heartbreak. Heartache and happiness go hand in hand, but it's worthwhile every tear and every smile. I'll remember every mile I walk with you. It's all worthwhile. I can face whatever comes. Anything and anyone with you.
Der langsame Walzer, eine Stärke von Sascha und Natascha Karabay, den deutschen Meistern. Und eine wunderschön ausgesuchte Musik für das Finale. Für die Zuschauer, für den Publikumstanz hat ja Hugo Strasser mit seinem Orchester und Max Greger, der Große, gespielt. Hier kam die Musik vom Band. Sascha und Natascha, die gerade bei diesen Tänzen wie dem langsamen Walzer ihre Stärken haben. Zweite Gruppe, Domenico Soale, Gioia Cerasoli und Benedetto Ferruggia und Claudia Köhler. Der langsame Walzer enthält ja die Grundelemente des Standardtanzens, Schwung und Drehungen. In jedem Takt muss der Schwung neu erzeugt, ausgeführt und in einer Schwebephase abgebremst werden, ohne von der Musik gehetzt zu werden. Benedetto Ferruggia und Claudia Köhler hatten wir lange im Bild, ganz in Rot. Ich sagte es, sie haben sich in den letzten Monaten sehr schnell weiter verbessert. Es fehlt nur noch an der Feinabstimmung. Genau das haben diese beiden natürlich, die Weltmeister Domenico Soale und Gioia Cerasoli, bei diesem langsamen Walzer. Die dritte Gruppe mit den Litauern Arūnas Bižokas, Edita Daniūtė, hier im Bild mit der Nummer 1, und auch Paolo Bosco und Silvia Piton, den Konkurrenten der deutschen Meister Sascha und Natascha Karabay. Und da sollten Sie genau hingucken, denn gerade da, bei diesem langsamen Walzer, haben die Italiener ihre Schwäche. Jetzt haben Sie mal einen guten Überblick über alle Paare im Finale im Wettkampfcharakter bekommen. Und wenn wir uns Paar Nummer 8, eben Silvia Piton und Paolo Bosco, angucken, im direkten Vergleich dann zu Sascha und Natascha, da haben die Deutschen ihre Vorteile im langsamen Walzer. Und deshalb vollkommen gerechtfertigt, dass das Paar aus Bad Homburg hier den dritten Platz im langsamen Walzer bekommt. Bosco Piton nur den vierten und Ferruggia Köhler auf einem glänzenden fünften Platz vor Di Toro und der jungen Partnerin Jenny Vavero. Der Tango, der zweite Tanz, da allerdings liegen die Stärken wiederum bei Bosco Piton, und das wollen wir uns jetzt in Ruhe ansehen. In diesem Tanz hatten wir beide Kontrahenten auf dem Parkett, die Italiener und die deutschen Meister.
Und gerade die Italiener hier im Bild, eine Spur leichter mit der Leichtigkeit und der Arroganz, die man beim Tango braucht. Und da wirken Sascha und Natascha ein bisschen zu verkrampft, vor allem Sascha. Und ich glaube, da liegt auch der Vorteil für die Italiener in diesem Tanz. Bevor wir uns die nächste Gruppe ansehen, noch ein kurzer Blick auf Silvia und Paolo in diesem Tango. Und dann haben wir den Meister des Tangos für Sie, Domenico Soale und Gioia Ceresoli, die Weltmeister aus Italien, gemeinsam auf dem Parkett mit Arunas Bisokas, Editha Daniuti. Der Tango ist ja ein Paradox. Er ist vielleicht der leichteste, aber auch oft am schlechtesten getanzte Tanz. Leicht ist er, weil die Bewegungskette, die man als Schwung bezeichnet, fehlt. Schwierig ist er, weil der Körpertransport dennoch ständig zum Schwung führt. Was den Körper auszeichnet, ist die Abwechslung von Ruhe und Dynamik, Spannung und Entspannung. Und eins ist sicher, grimmiges Dreinschauen beim Tango reicht nicht aus, um ihn gut zu tanzen. Das hat man bei Arunas Bisokas und Editha Daniuti so im Gefühl gehabt. Sie zeigen die Leichtigkeit, wie es sein muss. Und deshalb auch der erste Platz für Soale Ceresoli vor Bosco Piton, den jungen Italienern, die Litauer auf 3 und Karabais nur auf Rang 4. Im Tango aber noch ist ja keine Entscheidung gefallen. Der dritte Tanz, der Wiener Walzer, steht an. Da haben wir Sascha und Natascha Karabay. Das wiederum ihr Paradetanz, ihr bester. Und das deutsche Doppel haben wir auf dem Parkett. Denn noch mit dabei sind Benedetto Ferruggia und Claudia Köhn. Der Tango war der Schwungverhinderer und der Wiener Walzer ist das Gegenteil, Schwung pur. Hier zeigt sich sehr schnell, wer den tänzerischen Bewegungsablauf, die Step-and-Swing-Kette, wirklich beherrscht. Auch die Übergänge vom Rechtswalzer zum Linkswalzer sind wichtig für die Beurteilung. Nächste Gruppe, Paolo Bosco, Silvia Piton. Drehen sehr lange, sieht vielleicht sehr spektakulär aus, sollten vielleicht aber auch ein bisschen mehr tanzen wie hier Domenico Soale und Gioia Ceresoli. Paolo Bosco und Silvia Piton, lange nicht so gut im Wiener Walzer wie beim Tango eben. Aber dennoch, es ist ein Genuss, diesen Paaren beim Tanzen zuzusehen, wie sie über das Parkett schweben. Und dass sie diesen Wiener Walzer gewinnen würden, stand ohnehin außer Frage. Zum dritten Mal der erste Platz, Soale Ceresoli vor den Litauern. Und jetzt Karabais wieder zu Recht auf Rang 3. Für mich sogar auf dem zweiten Platz vor Bisokas Daniuti. Slow Fox, erste Gruppe und wir sind wieder bei Benedetto Ferruccia und Claudia Köhler und den Litauern Arunas Bisokas, Editha Daniuti. My loving you meant only heartache.
kiss was such a sacred thing to me. I can't believe it's just a burning memory. Heartache, heartache, what does it matter? Also es steht außer Frage, dass Benedetto Ferrugia und Claudia Köhler ihren Weg noch machen werden. Es ist ja schon enorm, wie schnell sie sich in die Weltspitze getanzt haben. Und sie werden sicherlich noch weiter nach vorne kommen. Lange Zeit stritten sich die Tanzgelehrten ja um die Frage, ob der Slow Fox der schwierigste Standardtanz sei. Ich will es mal so sagen, er ist der einfachste, weil er am meisten den normalen Gehbewegungen entspricht. Und er ist der schwierigste, weil es aus eben diesem Grund am schwersten ist, ihn interessant und aufregend zugleich zu gestalten. Das wollen jetzt Domenico Soale und Gioia Cerasoli und Sascha und Natascha Karabay zeigen. The other day, I hope these pretty flowers chase her blues away. Wrap up some red roses for blue lady. Send them to the sweetest gal in town. And if they do the trick, I'll hurry back to bed. Your best white orchid for her wedding gown. Und ich finde, Sascha und Natascha Karabay haben für meinen Anspruch den richtigen Weg eingeschlagen. Sie versuchen nicht mehr mit den Italienern mitzuhalten, mit der Geschwindigkeit, sondern versuchen ihren eigenen Stil weiterzuentwickeln. Und das werden sie später auch im Gespräch bei Ines Riedl noch im Detail erklären. Der Slow Foxtrot wurde so gewertet. Soale Cerasoli vor den Litauern, Karabay ist wieder auf Rang 3 vor Bosco Piton und Ferrugia Köhler auf Rang 5. Quickstep steht jetzt an, der letzte Tanz. Die Gruppe 1 mit Paolo Bosco und Silvia Piton und Benedetto Ferrugia und Claudia Köhler. Die beiden Paare sehen sich ja unheimlich ähnlich, heute sogar auch fast farblich. Die Farbe des Kleides von Claudia Köhler ist nur eine Nuance anders als die von Silvia Piton. Und beide Paare können sie hervorragend und schnell Quickstep tanzen. Im Quickstep sind Dynamik und Geschwindigkeit natürlich Trumpf und das haben beide Paare wunderbar gezeigt. Wer hier trotz des hohen Bewegungsvolumens locker bleibt, beweist, dass er nicht nur eine gute Kondition hat, sondern auch über eine gute Koordination verfügt und natürlich viel Können hat. In Bravour gezeigt dieser Quickstep von Silvia Piton und Paolo Bosco. Nächste Gruppe, sehr interessant, Sascha und Natascha Karabay und Arunas Bisokas Edita Danjute. Beide Paare sind ja hochgewachsen, im Gegenteil zu den zwei, die wir zuvor sahen, und haben dadurch im Quickstep natürlich größere Probleme. Thank you.
Ohne Zweifel, beide Paare haben eine hohe Tanzqualität in diesem Quickstep gezeigt, aber für meinen Anspruch fehlt beiden Paaren das Tempo, das wir in der Gruppe zuvor ja deutlich gesehen haben, diese quirligen, üblichen Quickstep-Schritte. Und genau das sollen jetzt die nächsten gut machen: Domenico Soale, Gioia Cerasoli und Federico Di Toro und Jenny Barbero. Am liebsten würde er noch ewig weiter tanzen. Domenico Soale hat es bei der Masters Gala anscheinend wieder richtig gut gefallen. Und für die beiden Italiener war es die optimale Vorbereitung für die anstehenden Weltmeisterschaften in Litauen am 30. Oktober, bei der sie ihren Titel mit Sicherheit wieder verteidigen werden. Immer wieder das große Raunen im Publikum, wenn sie ihre fliegenden Quickstep-Schritte machen. Hier das Ergebnis im Quickstep. Die Carabas hier auf Rang 4, aber das endet nichts am Endergebnis, denn Soale, Cerasoli gewinnen vor Bisot, Castagnote und die deutschen Meister werden im Gesamtklassement Dritte und sind jetzt im Gespräch bei Ines Riegel. Das Geschwisterpaar Carabay hat Grund zur Freude. Ein dritter Platz bei dieser ARD Masters Gala und seit der letzten eigentlich bei allen internationalen Turnieren so. Ist das jetzt der Durchbruch in die Weltspitze? Na, hoffentlich. Also wir haben alles dafür gegeben und momentan läuft das natürlich super gut für uns. Und es ist wirklich überall der dritte Platz seit dieser ARD Masters Gala. Und wir hoffen natürlich, dass es so bleibt und wir vielleicht auch nach vorne angreifen können. Ihr Erfolgsrezept ist der Gegentrend zu den anderen, haben Sie gesagt. Was genau dürfen wir darunter verstehen? Ja, wir haben versucht, ein bisschen mehr unsere Stärken auszuspielen, Musikalität und ein bisschen die Subtilität des Tanzens rauszubringen, einfach ein bisschen feiner zu sein als die anderen. Und ich denke, das gelingt uns ganz gut. Wir gehen ein bisschen weg von der Geschwindigkeit und von der Power und versuchen halt ein bisschen feineres Tanzen zu zeigen. Wir wollen uns das mal anhand des Glowfox angucken. Vielleicht können Sie da mal kommentieren, was wir genau darunter verstehen dürfen. Ja, wir haben choreografisch mit ein paar neuen Elementen gespielt, um einfach ein bisschen wegzukommen von dem üblichen Slowfox-Bild und versuchen halt eben, wie man auch hier sieht, ein bisschen mehr musikalische Elemente einzubringen, ein bisschen mehr mit Neigungen gespielt. Ich denke, das kann man hier ganz gut gesehen. Ja, vielen Dank. Jetzt natürlich noch der Ausblick auf die WM in 2 Wochen. Mit welcher Medaille für Sie? Na, hoffentlich mit der Bronzemedaille. Und ja, wir werden alles dafür geben. Wir haben noch 2 Wochen Zeit und schauen, was passiert. Wir wünschen natürlich viel Glück dafür. Vielen Dank, Sascha und Natascha. Und liebe Zuschauer, bevor es hier bei uns mit den lateinamerikanischen Tänzen weitergeht, wollen wir Ihnen erstmal das Weltmeisterpaar Franco Formica und Oksana Nikiforova vorstellen. Denn die beiden haben vor einer Woche in Leipzig Sportgeschichte geschrieben. Noch nie zuvor war es einem Paar bei den Amateuren gelungen, 3-mal in Folge Weltmeister zu werden. Und die beiden haben es geschafft. Ulf Kaumke erinnert noch mal an diesen ganz besonderen Moment. Erleichterung am Ende eines sehr langen Arbeitstages. Oksana Nikiforova und Franco Formica hatten Großes geleistet. Das Siegerpaar strahlend, das Publikum entzückt. Der Traum von der besten Darbietung auf der Welt hatte sich genauso erfüllt wie der Wunsch, auf dem Parkett wieder einmal fast Perfektion zu erreichen.
Man muss in der Lage sein, einen Moment zu kreieren, der 2 Minuten lang dauert, der so intensiv ist, dass die Zuschauer und auch die Person, mit der man tanzt, das Gefühl hat, dass man ein Teil von dieser Welt ist. Bereits 3 Wochen vor der Weltmeisterschaft hatten Oksana und Franco das Handballparkett der Arena Leipzig getestet, eigentlich ohne Musik. Wie sehr die Bewegungen der Tänzer fließen, harmonieren, wird deutlich, wenn in der Nachbearbeitung dieses Films auch die Musik im Nachhinein dazugemischt wird. Seit sich das Ausnahmepaar vor 5 Jahren zusammengefunden hat, eilen der gebürtige Italiener und seine russische Partnerin von Erfolg zu Erfolg. Wir wissen, was wir können, und das ist ganz wichtig. Wir haben uns sehr stark entwickelt, tänzerisch, und darauf können wir eigentlich auch zurückgreifen. Egal, was passiert, ob wir nervös sind oder ob wir uns nicht gut fühlen, können wir darauf zurückgreifen. Das ist ganz wichtig. In den lateinamerikanischen Tänzen muss es permanent knistern. Auch bei Oksana und Franco spürt man die pure Leidenschaft, mit der sich die beiden gemeinsam bewegen. Sie umgarnen sich sogar, ohne sich zu lieben. Wir sind gute Freunde und mehr nicht. Das ist sehr wichtig für unsere gemeinsame Arbeit, denn Emotionen lenken nur ab. Auch vor dem Einstieg in jedes Turnier werden die kleinen, feinen Details, die so leicht aussehen, ständig wiederholt. Franco tanzt seit dem 10. Lebensjahr. Oksana begann ganz früh. Ich habe eigentlich angefangen zu tanzen, bevor ich geboren wurde. Meine Mutter war auch Tänzerin und tanzte noch während der Schwangerschaft. Das hat mich wohl schon sehr früh geprägt. Das Reich der Tänzer, die Umkleidekabine, öffnete vor dem Wettkampf seine Türen. Welch ein Kundenpotenzial für eine Kosmetikberaterin oder auch die Schneiderinnung. So ein hübsches Kleid kostet ca. 3000 Euro. Dann wurden die beiden losgelassen. 80 andere Paare aus insgesamt 40 Nationen mussten miterleben, wie Oksana und Franco im Finale sowohl im Solo als auch im direkten Vergleich mit der Konkurrenz immer vorn lagen. Das Traumpaar verschmolz mit dem Parkett, flirtete mit den Leipzigern, mal gefühlvoll und geschmeidig, dann wieder frech und mit viel Feuer. Und am Ende flossen ein paar Tränen. Der 3. WM-Titel in Folge. Aber das Publikum in Leipzig hatte die beiden sympathischen Tänzer schon vorher längst in sein Herz geschlossen. Auch hier in Karlsruhe, da bin ich mir ganz sicher, werden die beiden mit Begeisterung empfangen. Wir werden es gleich sehen im Finale der lateinamerikanischen Tänze. Franco Formica und Oksana Nikiforova haben ja das erste Turnier dieser Serie im Frühjahr bereits gewonnen. Und auch hier zählen sie natürlich zu den Top-Favoriten. Daniel Weiß stellt Ihnen jetzt erst einmal alle Finalteilnehmer vor. Ganz genau, und die Litauer machen auch bei diesem Finale den ersten Schritt auf das Parkett in Karlsruhe. Andrius und Egle Kandelis haben es von den 16 Paaren ins Finale geschafft. Bei der Weltmeisterschaft in Leipzig am vergangenen Samstag wurden sie 11. Vertreten hier im Finale die Ungarn Maurizio Vescovo und Melinda Törökgyörgy, die hier leider nicht nach Karlsruhe kommen konnten. Und so bekommen die Litauer eine Chance, in diesem starken Finale der Top 6 Paare der Weltmeisterschaft mitzutanzen. Mit der Startnummer 2 gehen die russischen Meister ins tänzerische Rennen. Denis Kuznetsov und Maria Tschaptaschwili. Erst seit 2 Jahren tanzen die beiden Russen zusammen, hatten in Deutschland damals ihren ersten gemeinsamen Auftritt. Heute gehören sie nicht zu den Top-Favoriten um die Podiumsplätze, aber waren von vornherein sichere Kandidaten für das Finale, denn in Leipzig wurden sie 6. und durften das Weltmeisterschaftsfinale ja mittanzen. Mit der Nummer 6, eines der ganz großen Paare bei den Lateinamerikanern, Klaus Kongsdahl und Viktoria Franova. Sie haben ein tolles Jahr erlebt, sich in der Weltspitze mehr als etabliert. Bei der Weltmeisterschaft in Leipzig kamen sie auf den 2. Platz und werden nach dem Abtritt von Formica Nikiforova ins Profilager die neue Nummer 1 werden. Souverän auf 1 werden sie allerdings nicht sein, denn da mischen schon noch ein paar andere Paare mit, und so müssen sie gerade jetzt das Beste aus sich herausholen. Die große Konkurrenz für Kongsdahl Vranova kommt ja schon aus dem eigenen Land. Peter Stockebrö und seine Partnerin und Ehefrau Christina Jules Stockebrö. Bei der Weltmeisterschaft kamen sie überraschend auf den 3. Platz und gewannen die Bronzemedaille. Damit waren zum ersten Mal 2 dänische Paare auf dem Siegerpodest. Heute müssen sie beweisen, dass dies keine Eintagsfliege war. Gerade bei Peter und Christina kommt es
da auf die Tagesform an. Und sie waren die großen Enttäuschten der Weltmeisterschaft. Eugene Katsevman und Maria Manosova, beide kommen ursprünglich aus der Ukraine, starten aber für Amerika, wo sie seit 1993 leben. Sie hatten eher auf Silber gehofft bei der Weltmeisterschaft. Der vierte Platz war ein Schock. Und so wollen sie dieses Ergebnis heute wieder gerade rücken. Und Franco Formica und Oksana Nikiforova sind das letzte Paar in diesem Finale. Ulf Kamke hat ihnen die beiden sympathischen Athleten ja schon näher gebracht. Noch zwei Turniere werden Oksana und Franco bei den Amateuren absolvieren. Dieses hier in Karlsruhe und das Finale in Essen. Danach wechseln sie ins Profilager. Und das als dreifache Weltmeister. Das ist eine einmalige Visitenkarte, die aber keine Garantie für weitere Siege ist. Sie wollen und werden sich wieder an die Spitze tanzen. Denn sie bringen viel Talent mit und die Gabe nicht nur für sich, sondern für das Publikum zu tanzen. Und auch das war ein langer Prozess, vor allem für den eigenwilligen Franco Formica. So, jetzt wissen wir alle Details über die Tänzer, die uns hier in den nächsten Minuten erwarten. Das Publikum in der DM-Arena ist gespannt, welches Feuer die Tänzer auf dem Parkett entfachen werden. Als erstes in der Samba, wie gehabt, zwei Tänzer auf dem Parkett. Und gleich das Duell Dänemark gegen Amerika, die zweiten der Weltmeisterschaft gegen die vierten hier im Bild. Eugene Katsevman, Maria Manosova und auch Klaus Kongstahl und Viktoria Franova sind auf dem heißen Parkett in Karlsruhe. Gerade bei den Amerikanern hat man gesehen, wie hochmotiviert die getanzt haben. Wobei ich gerade das Kleid von Maria Manosova ein bisschen unvorteilhaft finde. Aber dennoch ein guter Vergleich zwischen den Amerikanern und den dänischen Meistern hier im Bild. Zweite Gruppe, Franco Formica, Oksana Nikiforova und Andrius und Egle Kandelis. Eine wirklich schwere Aufgabe für die Litauer, gegen Oksana und Franco zu tanzen, gerade in der Samba, wo so viel Lebensgefühl herübergebracht werden soll. Und es ist schon toll zu sehen, wie die beiden sich verkaufen. Nach den großen Erfolgen können sie natürlich locker auftanzen, dreimal Weltmeister. Das hat kein Paar vor ihnen geschafft. O Samba heißt ja auf Portugiesisch, Brasilianisch generell der Tanz. Charakteristische Bewegungen der Samba sind ja
Die Zickzack-Schritte, die Samba-Rolle und eine gut getanzte Samba bringt dynamische Lebenslust zum Ausdruck. Das wollen wir jetzt sehen von Peter Stockebrö und Christina Jul Stockebrö sowie Dennis Kuznetsov und Maria Tschataschwili. Vengan todas en prisa, cada vez nos gusta más. Un tapeo y unas cañas, las palmas repicarán. Un tapeo y unas cañas y las guitarras reventarán. Cacao, azúcar, canela y ron. Vente a radio mi corazón. Cacao, azúcar, canela y ron. En el Caribe se baila el sol. Es mejor bailar el sol. Con cadencia y con sabor, es mejor bailar el sol, sin repicar el bongo. Suave mueve la cintura, goza y déjate llevar. Suave mueve la cintura, no pienses en nada. Der erste Tanz der Amateure, traditionell die Samba. Und bewusst haben wir Ihnen die Dänen Peter Stockebrö und Christina Jul Stockebrö am häufigsten gezeigt, um einen direkten Vergleich herzustellen zu den Amerikanern, die mir persönlich besser gefallen haben. Aber die Wertungsrichter sehen es anders. Das Ergebnis so wie bei der Weltmeisterschaft 1, 2, 3, 4, also die Dänen vor Amerika. Aber das kann sich in den vier folgenden Tänzen wie hier beim Cha-Cha-Cha ja noch ändern. Erste Gruppe, die Litauer, Kandelis und Klaus Gongstahl und Viktoria Franova. Der Schub-Schub-Song von Cher und dazu die Vize-Weltmeister Klaus Kongstahl und Viktoria Franova. Der Cha-Cha ist ein flotter Tanz mit vielen flinken Beinaktionen, bei dem es darauf ankommt, dass er nicht hektisch oder hastig getanzt wird, sondern locker und spielerisch. Bei diesem Tanz darf geflirtet und vor allem kokettiert werden. Und das wollen wir jetzt sehen bei Franco und Oksana und bei Peter und Christina Stockebrö. Gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny a lie, 'cause you're the only one to make me fly. You know what you are? You are sax bomb, sax bomb. Yeah. You're a sax bomb. Uh-huh. You can give it to me when I need to come along. Give me sax bomb, sax bomb. Get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving, and you can shoot it far. I'm your main target. Ein Genuss für Augen und Ohren, Tom Jones und Sexbomb und die passenden Damen auf dem Parkett in der DM Arena. Und dazu das Ergebnis: Formica vor Katzefmann Manusova, die Amerikaner jetzt deutlich vor beiden Dänen und auf dem letzten Platz die Litauer. Der nächste Tanz, es wird gefühlvoll romantisch. Sie sehen es eingeblendet: Rumba Time. Someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a
stupid like I love you. I can see in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seems alright before. Every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the Wir konnten Andrius und Egle Kandelis aus Litauen bewundern und auch Eugene Katzefmann und Maria Manosova. Nach den beiden schnellen Bewegungstänzen Samba und Cha-Cha folgt der Höhepunkt der Ruhe und Ausdruckskraft, nämlich die Rumba. Beim Einzeltänzer bildet die rotierende Hüftbewegung das Grundmuster. In der Paarbeziehung ist das gekonnte und überzeugende Rollenspiel entscheidend. Und das können diese beiden perfekt. Franco und Oksana. Tanzgenuss pur mit Franco Formica und Oksana Nikiforova. Es gibt keine bessere Rumba in der Szene. Und die wird sich auch bei den Profis durchsetzen, da bin ich ganz sicher. Blick aufs Ergebnis nach der Rumba. Formica vor wieder den Dänen. Kongstall und Stockebrö vor den Amerikanern. Das wird ganz eng in den letzten zwei Tänzen. Und da bleiben noch Pasadoble und Jive. Und mit dem Spanischen beginnen wir. Auf dem Parkett die Vize-Weltmeister Kongstall Vranova und die Russen Kuznetsov Chaptashvili. Paso Doble, wie im Standardprogramm, der dem langsam Walzer folgende Tango ein Wechsel in Körperhaltung und Muskeltonus erfordert. So verlangt auch der Paso Doble nach dem Rumba vom Tanzpaar eine grundlegende Änderung in körperlicher, aber natürlich auch in seelischer Hinsicht, um sich auf diesen Kampftanz einzustellen. Hier mit den Amerikanern Eugene Katzefmann und Maria Manosova und Franco Formica und Oksana Nikiforova. Thank you.
Auch wenn wir die Amerikaner nur kurz gesehen haben, haben die beiden den Charakter hervorragend hervorgestellt für den Paso Doble. Natürlich Oksana und Franco am besten, deshalb Platz 1, Kongstal Faranova auf 2 und die Amerikaner Katzefmann Manosova verdient vor den Stockebrüs. Die Entscheidung fällt im letzten Tanz und das ist der Jive. Und da haben wir beide Kontrahenten gleich zusammen auf dem Parkett. Peter Stockebrö und Christina Jules Stockebrö und Katzefmann Manosova. Auch für die Wertungsrichter die Möglichkeit zum direkten Vergleich zur Entscheidung um Platz 3. Im gesamten Turniertanzen gibt es keinen so krassen Wechsel der inneren Einstellung wie den zwischen Paso Doble und Jive. Tanzt man den Paso Doble hoch aufgerichtet mit fast durchgedrückten Knien, steht man nun plötzlich mit den Knien wippen mit etwas vorgeneigtem Oberkörper auf der Tanzfläche. Die Paarbeziehung ist wichtig, wie in der Rumba, aber weniger durch Erotik als durch Dynamik beim Jive. Und das können die zwei wiederum auch in Perfektion. Die letzten Takte des Turniers haben es auch musikalisch ausgedrückt. Have some fun tonight. Ich bin mir sicher, die Tänzer auf dem Parkett, die Zuschauer in der Halle und auch Sie zu Hause hatten das Spaß. Have some fun tonight, der Titel des letzten Jives bei der ARD Masters Gala in Karlsruhe, der die Entscheidung um Platz 1, 2, 3 und 4 bringen muss. Vorher sahen wir ja die Amerikaner gegen die Dänen und da haben mir die Amerikaner Manosova und Katzefmann einen Tick besser gefallen und das sahen auch die Wertungsrichter so. Der Sieg damit für Franco und Oksana vor Kongstal Franova und den Amerikanern Katzefmann Manosova. Die Weltmeisterschaftsdritten Stockebrö auf Rang 4 und dahinter die Russen und die Litauer. Einen sehenswerten Pokal gab es für diesen erneuten Sieg bei der ARD Masters Gala. Würde mich sehr interessieren, wo die vielen Pokale der beiden stehen. Schon alleine dafür müsste man ein eigenes Museum bauen. Ohne Pokal stehen die beiden Sieger jetzt bei Ines Riedl zum Interview. Die dreimaligen Weltmeister Franco Formica und Oksana Nikiforova sind bei uns mit einem erneuten Sieg in der Tasche. Sie haben fit gewirkt und motiviert wie eh und je. Haben Sie denn gar nicht gefeiert in dieser Woche? Wir haben eigentlich die ganze Woche gefeiert. Wir haben eigentlich sehr, sehr viel gefeiert. Und ich denke mal, das war so ein bisschen die Euphorie und die Freude, die wir halt auch bei der Weltmeisterschaft oder mit dem Gewinn des dritten Titels auch über die ganze Woche hingetragen haben. Und ich denke mal, diese Freiheit hat man heute einfach auf der Fläche auch gesehen. Und wir waren total losgelöst. Wir haben getanzt und wir haben einfach unsere Freude gehabt. Und ich denke mal, das kann man heute Abend rüber. Absolut. Die Ära Formica Nikiforova bei den Amateuren geht leider bald zu Ende. Mit welchen Gefühlen sehen Sie Ihrem Wechsel ins Profilager entgegen? Naja, man muss es so sehen. Wir gehen praktisch auf eine gewisse Art und Weise in einer ganz neuen Welt. Wir wissen gar nicht, was eigentlich auf uns zukommt. Es wird auf alle Fälle nicht leicht sein. Wir wissen, es wird schwer, weil die Konkurrenz sehr stark ist. Aber wir machen uns keine Sorgen. Wir haben nichts zu verlieren. Und genau mit dieser Freiheit wollen wir da auch auftanzen. Für uns ist in erster Linie das Tanzen ganz wichtig. Und ich denke mal, wenn wir da Maßstäbe setzen können, dann kommt der Rest auch noch.
Oksana, wie sehen Sie denn die Chancen, gegen den fünfmaligen Weltmeister Brian Watts mit seiner Partnerin Carmen Winchell anzutreten? Das ist unmöglich, weil es ist ein super, super Paar. Brian und Carmen und Unterricht sind uns. Und ich glaube, das ist eine andere Generation. Ja, sehen Sie denn in der Zukunft irgendwie einen Weg, an Sie ranzukommen? Wir haben genug Zeit, dann ja. Dafür wünschen wir Ihnen viel Glück. Aber wir dürfen Sie ja noch einmal bewundern beim Finale in Essen, nämlich das Finale der ARD Masters Gala. Und jetzt vor allen Dingen nochmal beim Siegertanz. Keine Überraschungen gab es also bei dieser zweiten Ausgabe der ARD Masters Gala in Karlsruhe. Die Favoriten haben sich allesamt durchgesetzt und damit weitere Punkte für den Gesamtsieg gesammelt. Die Geschwister Carabai haben mit den Italienern Bosco Piton in der Gesamtwertung